Herzlich willkommen zu unserer Wissensreihe Grundlagen der Elektrostatik. Ja, Micha, heute haben wir natürlich mal wieder ein Sahnestückchen dabei, und zwar ein Nachbau einer alten Wimshurst-Maschine. Eine Wimshurst-Maschine ist nach James Wimshurst benannt. Wir steigen aber ein bisschen früher ein, und zwar so um 1800, da war es Winter. Der erfindet einen Hochspannungsgenerator mit Scheiben, allerdings noch auf einem anderen Prinzip basierend. Und zwar hat er Scheiben genommen, die eben durch ein Fell gerieben wurden und dadurch Ladung erzeugt haben. Und dann war es später, so um 1865, Wilhelm Holtz. Er hat die erste Influenzmaschine erfunden. Die basiert schon auf dem, wie die hier steht. Allerdings hatte sie damals noch zwei Dinge nicht. Und zwar waren das die beiden Leitnerflaschen. Leitnerflaschen sind quasi Kondensatoren, die die Ladung erstmal speichern und somit auch ein stärkerer, intensiverer Blitz erzeugt werden kann. Und das hatte dann so zwischen 1882 und 83 James Wimshurst weiterentwickelt. Also er hat quasi die Influenzmaschine, wie sie damals Wilhelm Holtz entwickelt hat oder gebaut hat, hat er weiterentwickelt zu etwas, was ungefähr so aussieht wie dieser Nachbau. Wie funktioniert jetzt diese Influenzmaschine? Dazu muss man wissen, dass man in einem leitfähigen Körper Ladungen trennen kann. Ja? Wenn ich quasi irgendwo eine positive Ladung habe und ich habe dem gegenüber angenähert einen leitfähigen Körper, dann werden die wenn ich jetzt sage, wir haben hier eine negative Ladung, dann, das heißt Elektronen im Überschuss, dann drücken diese Elektronen die Elektronen in diesem Metallkörper auf die andere Seite vom Metallkörper. Aber nochmal zurück, wir haben hier praktisch so Plättchen auf einer isolierenden Scheibe. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich auf dieser Platte auf unserer Seite ein bisschen Ladung habe, weil absolut null werden wir nicht haben, irgendeine kleine Ladung wird dort sein, und jetzt nehmen wir mal an, dass wir auf dieser Seite eine kleine positive Ladung haben. Dann erzeugen wir durch diese Verbindung, wir haben ja auf der Seite diese Messingplatte mit den zwei Abnehmern. Das heißt, das ist eine metallisch verbundene, leitfähige Elektrode oder ein Gebilde. Und wenn wir hier positive Ladung drauf haben, dann bedeutet das, wir ziehen die Elektroden auf diese Seite. Das heißt, wir ziehen uns von hier unten die Elektroden nach oben und drücken dann die Protonen und Neutronen nach unten. Das heißt, hier unten haben wir dann positive Ladung, die sich dann auf diese Elektrode wiederum dahingehend überträgt, dass hier negative Ladung entsteht. Okay. Ja? Also immer positive Ladung erzeugt auf der anderen Seite negative Ladung. Und in dem Moment, wenn wir jetzt hier die Scheiben trennen, dann haben wir plötzlich, da wir ja hier positiv geladen waren, haben wir auf dieser Seite eine negativ geladene Elektrode und hier unten eine positiv geladene Elektrode. Jetzt kommt noch eins dazu, und zwar, als wir mit der Platte in Folge 1 Reibungselektrostatik uns angeschaut haben, wenn ich die Platte anhebe, dann geht die Spannung nach oben, wenn ich sie wieder runter, ging die Spannung nach unten. Und genau das passiert hier auch durch das Coulombsche Gesetz. Wenn ich die Platten voneinander trenne, erhöht sich quasi die Spannung auf der Platte. Und jetzt kommt quasi die geladene Scheibe hier unten an und wird über diese Nadelelektrode entladen. Also das, wie wir es beim Bandgenerator mit dem Kamm oben in der Kugel gehabt haben. Oder in nochmal Folge 3 und 4 war es, glaube ich, wo wir die Röhren entladen haben. Ich kann ja über eine Nadelspitze entladen. Das heißt, ich fülle den einen Kondensator mit positiver Ladung und den anderen mit negativer Ladung. Und die sind wiederum verbunden mit den Kugeln. Und wenn ich jetzt hier dran drehe, dann gibt es hier wunderschöne Funken. Und im Übrigen hat man sowas auch mitgenommen auf den Jahrmarkt. Und es hieß dann elektrisieren für einen Schilling. Das heißt, man konnte sich für einen Schilling eine abholen. Man hat eine gedonnert bekommen. Ja,
Das war's in dieser Folge rund um die Influenzmaschine. Es gibt auch viele Videos, findet ihr im Netz, wo die nochmal detaillierter beschrieben wurde. Relativ komplexe Maschine, aber auch hier sehen wir wieder, wie man so zwischen 18 und 1900 hier richtig viel experimentiert hat. Ich hoffe, es war informativ, hat ein bisschen Spaß gemacht und ja, Micha. War ein super Experiment, vielen Dank dafür. An euch da draußen wieder, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen das natürlich und bleibt dran, lasst ein Abo da. Wir machen weiterhin mit unserer Reihe weiter, Grundlagen der Elektrostatik. Für heute war es das, bis zum nächsten Mal.